Ausdrucken und Sein kriege ich, boah, dreimal geht die Angel hier durch. Viermal. Ich wusste das. Das muss was Gutes sein, oder? Fünfmal. Du hast ein Alter, fünfmal. Jetzt muss es was Gutes sein, Freunde. Essen Eneko darf ich nicht. Nekoro. Ich dachte schon, jetzt wird's was Gutes, aber darf ich sowieso nicht, also kann ich hier. Das so. Ready? So, bei mir läuft's. Ja. 3, 2, 1. Jo, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten Souling-Part. Mit dabei ist der liebe Zelos. Und wir haben jetzt gesagt, wir werden uns neue Encounter fangen. Wir haben ja noch zwei Pokémon offen. Ihr habt ja in den Kommentaren damals geschrieben, dass wir Issu und Formio, was wir haben, auf die Todesbox legen. Da, Ist kurz mit Issu. Da das festgesetzte Encounter ja waren und die nicht gerandomized waren, was eigentlich dann total schade war, sollten wir einfach dann uns dafür einfach mal, ja, neue fangen. Und wir haben uns überlegt, wir machen das einfach jetzt vor Prachtbude City, wir wollen nicht weit weg. Ja. Ich werde jetzt dann einfach mal eine Angel oder Surfe, keine Ahnung. Ja, ich muss eben gleich gucken, ich wollte eigentlich auch gerne angeln. Und dann gehen wir in die Siegestraße an, weil dann sind wir sechs Pokémon, oder haben wir sechs Pokémon im Team. Und dann wollten wir eigentlich starten. Ja, so, dann fange ich an. Ich angle, ich habe bis auf die Todesbox. Mir ist aufgefallen, dass meine Todesbox voll ist. Deine auch? Ja, muss ja. Ist dir auch aufgefallen, ne? Meine ist auch voll. Mega witzig. Hast du dir auch, hast du auch nachgeguckt, wie viel das waren? 30 Pokémon, oder? Ja. Wir haben bis jetzt aber 30. Von dir. Nein, bestimmt 10 von mir, 20 nee, von nee, dir. Nee. Ja. Nein, so ungefähr 20, 10 denke ich von mir. Im letzten Teil habe ich angel. Ich weiß nicht, ob ich die Angel rausschmeißen soll. Ach stimmt, wir haben die Superangel geholt. Genau, wir haben die Superangel uns noch gegönnt, Freunde, weil wir ja immer nur die normale Angel hatten. Und dann haben wir nachgeguckt, wo gibt's die Superangel, damit wir vielleicht auch nochmal da coole Encounter kriegen können. Und ich wollte eigentlich auch wohl angeln. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt surfe. Ich mach angeln. Ich mach angeln, ja. Gutes Deutsch. So, komm. Ich mach erstmal du, dann entscheide ich. Dann lösen wir hier die Ist was ein. So, bei mir ist was dran. Lass es ein gutes Pokémon sein, kriege ich. Boah, dreimal geht die Angel hier durch. Viermal. Ich wusste das. Das muss was Gutes sein, oder? Fünfmal. Du hast ein Alter, fünfmal. Jetzt muss es was Gutes sein, Freunde. Essen Eneko darf ich nicht. Nekoro. Ich dachte schon, jetzt wird's was Gutes, aber darf ich sowieso nicht. Also kann ich hier das besiegen. Ey, fünfmal ging dieses Ding durch die Angel, Alter. Ich surf jetzt, ich will nicht angeln. Wenn du in Eneko fängst, will ich nicht. Nee. Ich angel jetzt weiter. Vielleicht, es muss was anderes geben außer Eneko. Sonst surf ich gleich auch. So, ich hab jetzt mal gucken, ob es wahrscheinlich wieder Ditto ist. Es ist ein Feuerriegel! Oh, wie cool. Das passt perfekt, weil Kurze gestorben ist. Das finde ich mega nice. Lass mich mal was Cooles fallen, außer Eneko. So, jetzt bitte nicht wieder fünfmal. So, ich habe einen Pokémon am Haken. Okay. Kein Eneko. Komm, Feuerriegel, bitte. Ein Bisaknosp! Level 33, das heißt noch ein Level, ich bekomme Bisa. Oh, wie geil ist das denn, Freunde? Wir müssen die fangen, ne? Die beiden besten, ja nicht besten Encounter, aber wir haben richtig coole Encounter jetzt, jawohl. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das schwächen soll. Freunde, damit ihr es wisst, auch wenn jetzt unser Encounter, also wenn wir hier die jetzt einer von uns hier umbringt, sind sie trotzdem weg. Ne? Also, oder flüchtet oder. Ja, wir haben jetzt nur die eine Chance, den Encounter zu fangen mit Issu. Aber ich brauche ein Feuer-Pokémon. Und dann muss ich am besten noch irgendwie ein Wassermon. Ich kann schwächen mit das Feuerriegel, oder? Ja, das Problem ist, habe ich auch überlegt, aber ich glaube, Schlafbude hat es sogar, das ist cool, Mann. Ditto wird keine 2 jetzt tanken, wenn da irgendwie Glut oder sowas kommt. Das ist 15. Zubat würde ich, würde halt gern bald ein X-Bad haben, aber so schlimm ist es jetzt nicht. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Speeden hier und dann nur Hyperbälle drauf. So, Nachtnebel so müsste nicht so viel machen. Bisaknosp hat, glaube ich, gute KP. Oh, es ist noch im... warte mal, wenn Nachtnebel 50% macht, ist es aber noch im grünen Bereich. Das kann ich nochmal auf Nachtnebel gehen. Nachtnebel zieht immer so viel KP ab, wie du hast. Ja, aber es ist noch im grünen Bereich. Ich glaube, ich kann nochmal auf Nachtnebel gehen, oder? Ja, dann, ja. Ich hoffe, es war kein Fehler. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ich fange das Feuerriegel nicht. Ich muss es irgendwie schwächen. Ein KP überlebt! Ich muss es irgendwie schwächen. Nee, ich nehme es trotzdem mit. So. Irgendwie muss ich schwächen. Das Guck, wie geht, Leute. Ich habe zwei...
Ich habe Wandern gesetzt. Ja, perfekt. So, jetzt kann ich eine Glutattacke draufschmeißen. Du hast aber auch genug Bälle, du kannst ja auch einfach Ding. So, ich speede das. Oder komm, nee, ich speede das nicht. Mir ist so aufgefallen, ich habe nur 17 Hyperbälle und 18 Superbälle oder sowas. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viele Bälle. Es hat 1 KP und es ist die ganze Zeit. Wieso bricht es aus Hyperbällen aus, das Bisa? Ja, das ist die erhöhte Chance von den Startern. Das ist total schwierig, glaub mir. Ach, mit den Startern auch? Ja, die haben halt nicht so eine hohe Fangrate. 2. Oh, schon wieder. Ich hab es. Oh! Ich hoffe, ich packe das mit den 30 Bällen, die ich noch habe. Ich hab's. Ich hab's auf 1 KP. Ich kann's nicht. Oh. Ich hab's. Ich hab's gespeedet. Ich hab's einfach jetzt auch gespeedet. Ja, voll, voll. Ich habe jetzt 2 potenzielle. Einmal Cliff und einmal Luis. Und da Luis Visa Floor sein Signature ist. Und komm, dann nenn ich's Luis. Ich nenn mein Shelly. Shelly-Mäuschen. So, Luis. Ich hoffe, du freust dich über ein Visa Cross. Ich denke schon, dass du dich freust. So. Willkommen im Team. Du bist auch männlich. Oh, wir haben so... Bitte, die beiden müssen wir unbedingt trainieren. Das Problem ist nur, ich habe jetzt kein Wasser-Pokémon für die Ding, für die Siegestraße. Das heißt, ich muss Fischi im Team lassen, also Golking. Das heißt, wir müssen raus. Ich muss ja dann auch was rauspacken. Ja, wir müssen jetzt irgendwas, also entweder Zubat und Ditto können wir eigentlich machen und dann vor der Pokémon-Liga nochmal trainieren. Also, das können wir eigentlich so machen. Ditto können wir rausnehmen, gerne, ja? Ja, machen wir das, dann sind wir eigentlich. Volbeat muss drin bleiben mit Libiscus, damit ich alles. Genau, Golking muss drin bleiben mit Mogelbaum. Richtig. Und dann können wir nur noch Zubat raustun für Ding. Oh, ich bin gerade so happy, Alter, dass ich nicht Feuerregel hab, ey. Gott sei Dank, ey. Wir haben noch einen Encounter frei. Wir haben noch die beiden Formios, die wir im Klimainstitut bekommen haben, die stationären Pokémon. Und die dürfen wir auch noch austauschen. Und das heißt, dass uns nichts mehr wegsterben darf hier im Part. Ganz ehrlich, ich weiß sogar nicht, wollen wir das sogar so machen, dass die das entscheiden dürfen, wo wir hingehen wollen, welche Route? Ja, okay, Freunde, ihr entscheidet, was wir nach der Siegestraße zu welcher Route wir dann gehen. Und uns noch einen extra Encounter einlösen. Genau, also kommentiert. Welche Route wir gehen sollen, das mit dem meisten, ich würde sogar sagen, das Kommentar mit den meisten Likes oder so, zu der Route gehen wir, oder? Ah, gucken. Ja. Oder wir schlagen drei Dings vor und weiß nicht. Oh, ich habe einen Feuerriegel, Gott sei Dank, ich habe endlich wieder ein Feuer-Pokémon. Ich habe einen Pflanzengiftbogen. Ach, warum setze ich denn die ganze Zeit Lockduft ein? Erstmal EP-Teiler geben. So, dann gehen wir jetzt in die Siegestraße rein. Und da können wir... Was ist denn jetzt, wenn wir jetzt hier nochmal einen richtig coolen Encounter fangen? Was machen wir dann? Ist aber auch wieder ein Encounter. Ja, dann müssen wir wieder irgendwas raustun, ne? Im Moment. Ja. Außer du findest ein Wasser-Pokémon, dann kannst du halt dein... Irgendwas raus? Ich habe 5. Du hast 6, ja, weil du ja das eine mit hast. Nein, du musst auch 5 haben. Ich habe 5 im Moment. Ich meine, du musst 6 haben. Nein, du hast auch Golking dabei. Ah nee, Mogelbaum muss ich dafür mitnehmen. Ja, du musst Mogelbaum mitnehmen. Ich wollte gerade sagen. Ja, lol. So, gebe ich Luis auch mal den MP-Teiler. Wo habe ich den denn? Alter, Mogelbaum ist erst Level 5. Oh. ich muss auch so viel trainieren. Ich hoffe, ich schaff mit 3 Pokémon die Siegestraße, ohne Witz. 3 Pokémon? Ja, die haben mich nur auf 40, die anderen sind alle so 24 oder so ein Scheiß. Stärke. Okay, der Encounter, ich bin jetzt in der Siegestraße und der Encounter für die Siegestraße ist ein... das darf ich nicht fangen. Kabutops? Kabuto, nee, darf ich nicht fangen. Aber es hat, Level 40, Alter, ich killte das, EP. Das Ding ist, wenn du jetzt einen guten Encounter fangst, können wir das halt, wenn du ein Wasser-Pokémon bekommst, können wir das halt für Libiscus und Volbeat nehmen. Das wäre jetzt optimal, wenn du ein Wasser-Pokémon bekommen würdest. Wenn. So. Aber die sind hier Level 40, ne? Boah, sonst können wir nichts austauschen, weißt du? Außer ich bekomme Wasser-Pokémon, dann können wir das noch austauschen. Simon, das ist mein Encounter, easy. Kardistin, Kaskade und Surfer, das ist perfekt. Keine Ahnung, ich darf auf jeden Fall einen Simon fangen. Perfekt. Easy. Geiler Scheiß. Gesagt. Schöne Sache, schöne Sache. Ich hab's gesagt. Schöne Sache. So. Ich habe gerade noch so gedacht, ich verkack das jetzt. Okay, Vielleicht gibt's bei dir nur Dings-Pokémon, nur Wasser-Pokémon. Ich geh auf Hux, okay. Simon. Ah, das hängt, ist easy. Windhose. Oh, ich habe gerade gedacht, jetzt Wirbelwind. Okay. Kann das, glaube ich, nicht. Aquaknarre tank ich? Ja, nice. Ich geh ein bisschen auf Ruckzuckheben und schwäche es erstmal. Nice, damit habe ich jetzt... Was hast du als Encounter in der Siegestraße? Noch gar nichts. Ich bin überlegen, soll ich noch Bälle holen, schnell? Wie viel hast du? Ja, ne? 28, 26. Ja, hol noch welche. Ja, ich habe gerade ein bisschen Schiss. Ich hole, glaube ich, noch... Ja, ich muss auch ein bisschen was verkaufen.
Alter, ohne Witz. Der Gott Zeus ist mit mir. Meine Fresse. Yes, ich habe einen Seemon gefangen, ey. Krass. Jetzt muss nur noch ein guter Encounter von deiner Seite aus sein. Mhm. Dann so. Können wir halt Dings rausnehmen. Ich kann und nicht mehr viel. Mein auf. Seemon Stop. Werde ich. Wie nenne ich mein Seemon? Ich habe. Hast du noch da irgendeinen coolen Namen bei dir auf der Liste? Ja, Moment. Seemon Wasser, ne? Ja. Nein, nur Drache. Ist ja im Prinzip so fast wie ein Drache. Dedra King also, ist ein Drache. Drache hätte ich einmal Fum Gamer und Drache hätte ich einmal Mariano. Die beiden wollten noch nach dem Drachen-Pokémon benannt werden. Nehme ich einfach mal Mariano. Hier. Okay. Mariano, perfekt. So, sprich, gemacht. So, dann gucke ich jetzt mal, was mein Encounter sein wird. Ich gehe gleich raus und gucke, ob das Surfer kann. Und ich muss das unbedingt mitnehmen. Ich glaube, es war 36 ist das. Das ist super wichtig im Team jetzt gerade. So, wenn wir jetzt noch einen guten Encounter bekommen... Oh, bitte, bitte lass irgendwas Gutes kommen. So, bei mir kommt was und... Mogelbaum darf ich nicht, alles klar. 40, oh mein Gott. Ich hätte gerade kaputt, ich dachte so, oh, lol, darf ich nicht, du hattest Kaputt-Ops, nice. Ich gehe mir auch gleich neuen Pokebälle kaufen. Scheiße, wie bringe ich die Kacke denn jetzt um? Töten? Ich bin geflüchtet mit Zubiris, so. Der nächste Encounter? Ein Vilie! Darf ich? Ja, ne? Nee, ich habe einen Vilie gefangen. Stimmt. Ich hatte aber, ich weiß aber nicht, ob der Encounter dann verkackt worden ist. Ja, glaub, doch, ist wacker. Er. Mogelbaum, so, ich muss weitersuchen. Also eigentlich darfst du nicht, weil ich ihn ja gefangen hatte. Sonst können wir es so machen, dass ich dann im Wasser, im tieferen, ich glaube, in dem Siegelstadt gibt es da noch irgendwo Wasser. Da muss ich halt gucken, ob ich einen anderen, weil ich finde hier gerade kein Pokémon, was ja, ich fange. Du kannst auch erstmal reinlaufen. Und du hast was bekommen. Doch, ich habe ein Porygon, ein ganz normales, stinknormales Porygon, aber das darf ich fangen. Das ist nice, wenn du Evoli. Und das ist wieder ein Normaltyp, den ich habe. Okay, das fange ich. Die Blätter ist mega stark und es kann alles lernen, Feuer, Sturm, Donner. Und ich und es hat Fährte, also kann ich immer die Fähigkeiten von dem Gegner gucken, aber irgendwie ist es auch blöd. Nice, Mariano, mein Seemon. Ich kann es. Oh Leute, das kann sich glaube ich nur per Tausch entwickeln, oder? Ja, ne? Ja. Porygon und Seemon können sich nur per Tausch entwickeln. Das hat Gift und bei Berührung vergiftet es. Es hat Genesung. Oh, Porygon, das feiere ich, Mann. Das gerade verliebt, oder? Ja, aber ich wieder den Normaltyp mal. Weißt du, ich habe Sengo verloren, ich habe Geradax verloren. Nice, ich liege direkt mit nice. Seemon. Also wir müssen jetzt richtig, richtig knapp... Also, warte mal, für was nimmst du das rein? Du, Für Volbeat, ne? Genau, für Volbeat, dann passt das, weil du Wasser-Pokémon ja. hast. Ja, dann passt das. Ich hab Genesung, ich krieg's schlecht down, ne? Ich hole mir aber erst noch ein paar Bälle. Ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht treffe ich nachher noch einen Shiny oder so. Wie viel Mal kann es Genesung haben? 5-mal, oder? Bug! Ja, nee, 10-mal. 10-mal. Ich habe einfach kein Flug-Pokémon, ne? Ich bin... Oh. Ja, brauchst du noch. Ist nicht unbedingt. Doch, ich hole mir noch Hyperbälle. Wenn ich nachher ein Shiny bekomme, ne? Oder beziehungsweise eins begegnen, dann werde ich mir ewig das vorhalten und sagen, warum habe ich das nicht gemacht, Eve? Nein, es ist ausgebrochen beim letzten Ding. Also ach, ich bin gerade geflüchtet, Alter. Nein, hör auf, ist gut, bitte. Ich habe noch fast 30 Bälle. Ich habe richtig viel jetzt. Ah, schon wieder geflüchtet. Genesung. Ah, ich muss glaube ich seine Genesung ausstallen mit Kratzfolie. So, zack, Hyperbälle. Ich wollte gerade sagen, Porygon ist zurückgeschreckt bei meinem Kratzfolie. Warum? Lol, weißt du was, ich kaufe einfach mal zack hier. Und weißt du was ich mache? Ich kaufe mir einfach Hypertränke, da kann ich in der Siegestraße mich ganz halt hochheilen. Klar, habe ich auch gemacht. Ah, schon wieder ausgebrochen, bitte keine Genesung. Schärfer, was ist schärfer? Erhöht, glaube ich, den Angriff oder so, das, Was? Irgendwas erhöht. Angriff von Porygon steigt. Oh, wenn es dann noch Bodycheck stärker hat. Oh, Porygon ist so nice, Freunde. Ich hoffe, ich bekomme es. Oh. So, ich habe mir jetzt nochmal 99, Dinger geholt. 99? Ja, Bälle. Dann habe ich mir nochmal 99 über drin. Ich hab's drin, ich hab's gefangen. Oh. Welches Level ist Porygon eigentlich? 40, ich brauch's nicht mehr zu mir. Richtig gut. Ja, Mann. So, ich bin jetzt in der Siegestraße drinne. Auf geht's. Jetzt habe ich ein cooles Team mit Bisaknoss und Porygon und noch Alter, mit anderen. Alter, Team. Alter, ich hätte Glurak kriegen können. Oder hättest du gar nicht fangen dürfen. Ja, aber es ist ein Glurak. Komisch, dass nicht noch ein Wasser-Pokémon kommt. Hast du einen Namen für Porygon? Hast du jemanden? Ich habe noch
Warte mal, ich mach's jetzt einfach, warte. Warte, ich sag dir gleich einen richtig geilen Namen. Mhm. Ja, sonst gucke ich auch noch mal kurz nach. Ich gehe ganz schnell online. Und dann sag ich dir jetzt gleich weiter. Auch. Ja, mach mal hin. So, guck jetzt einfach mal unter den K. Fabio war übrigens der Name. Und es ist ein... Frederik habe ich hier noch stehen. Ich weiß nicht, ob wir Frederik genommen haben. Sunny habe ich hier noch. Ich habe jemand. Also wenn ihr ein Normal-Pokémon fangen solltet, könnt ihr es nach mir benennen, Name Benny. Okay. Benny. Dann habe ich ein PS-Lieblings-Benny war doch dein Sengo. Ja, aber nach einem anderen Benny benannt. Das Sengo war nicht nach ihm benannt, das kam erst nach dem. So, dann habe ich hier Benny, unser Porygon, weil Sengo habe ich nach Sengo TV, das ist auch ein Poketuber und der... Du darfst das Porygon nicht benutzen, es ist gerade gestorben durch einen Flammenwurf von einem Glurak. Hör auf, ich schwöre. Nein, ich habe mich auch... Nein, ich nehme Porygon. Nein, ich schwöre, ehrlich jetzt, ohne Witz, Simon. Ich habe gerade einen Flammenwurf... Simon ist gestorben. Ohne Witz jetzt, das Simon ist gerade eben gestorben durch einen Flammenwurf-Crit mäßig so eine Art. Ich habe gerade einfach einen Flammenwurf gekriegt und bin dadurch gestorben, obwohl ich resiste. Gegen Glurak, ne? Ja. Ist das dein Ernst? Fährte kopiert Spezialattacken. Ach, es kriegt die Fähigkeit des Gegners. Ja, Genesung, Schärfer, Zielschutz und noch Triplette. Triplette wäre safe physisch. Das, weißt du, Schärfer plus Angriff. Triplette ist physisch. Step. Und ein... Nee. Spul mal zurück die Zeit. Mach mal wie Wiz in Dragon Ball Super und spul mal die Zeit zurück. ist es jetzt wirklich... Ja, ich schwöre. Mein Todesfall ist voll, das geht nicht mehr. Scheiße. Muss ich das auf die Box 2 tun, dann tue ich die lebendigen Pokémon auf Box 3. Und was machen wir jetzt? Ja, wir müssen Dings wieder reinnehmen. Ja. Ach, Sumpex ist ja auch tot. Alter, wie viel macht dieser scheiß Flammenwurf? Ja, bleib doch nicht gegen Glurak drin, Glurak ist zu heftig. Meine Fresse, ey. Ja, toll. Aber egal, wir haben noch einen Encounter mit Formeo und der muss sitzen. Aber ihr entscheidet, Freunde. Ich glaube, das machen wir dann nochmal im nächsten Part. Dann machen wir die Frage des Tages nochmal für den nächsten Part. Bevor wir aus der Siegestraße sind, machen wir das, glaube ich, nochmal so. So, dann muss ich jetzt Volbeat reinnehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn Volbeat? Also mein... Das hatte ich die ganze Zeit schon drin. Ich mein's auch. Wenigstens haben wir Bisaknoss und Feuerriegel. Na gut, dann gehe ich jetzt schon mal in die Siegestraße und mach schon mal als ob ein Flammenwurf ausreicht von einem Glurak. Hier gab's sogar noch ein Duflo. Ich hatte so Glück mit Porygon. Ich hatte so fucking Glück. Und Eva. Mario, danke, dass du im Team warst. Ja, Benny, du auch. Ich hab's nach dir benannt. Es wäre mein MVP gewesen mit... Ja, es hat so geil, mit Triplette, weißt du? Es wäre so geil gewesen. Schärfer, Triplette und Genesung. Und natürlich ein Balk. Das ist so heftig gewesen. Ach, Mann, ey. Jetzt gib nicht mir die Schuld. Doch. Gib ich Glurak halt die Schuld. Aber ich hab Glurak selber im Team. Darf Glurak nicht die Schuld geben. Ich muss es dir. Oh, Mann! Fuck, ey. Es ärgert jetzt einfach. Ohne Scheiß richtig. Das Quid, als ob das... Ja, das war, glaube ich, nicht mein Quid. Aber es hat einfach easy ausgereicht. Es war noch nicht mal ein Quid. Warst du nicht mal voller KP oder was? Ich hatte, glaube ich, 20 oder so verloren. Das war ja nix. Und da hat es vorher einen Flügelschlag eingesetzt. Das ist ja auch Step. Aber dann kommt ein Flammenwurf, was ich resiste. Und das reicht einfach aus. Ein Flammenwurf reicht aus, was ich resiste. Und ein Flügelschlag, was mich neutral trifft. Ey, krass. Ohne Witz. Oh, leckt mich am Arsch, ey. Ohne Witz, das Game macht keinen Spaß. Ihr macht's auch nicht. So, ich bin jetzt wieder in der Siegestraße drin. Ich habe jetzt schon Panik, hier durchzulaufen. Mal ohne Witz, ich glaube, ich werde so oft nach hinten laufen und wieder meine Puppen leiden. Werde ich aber auch. Weil die APs und alles ausgehen. Ja, ich werde so safe spielen einfach. Dann werde ich halt eben zwei Partien in der Siegestraße rumeiern. Ist mir aber völlig egal, Freunde. So, ich bin hier schon beim ersten Trainer. Oh Gott. Den lasse ich jetzt gerade. Ich habe irgendwie Panik, glaube ich. Ich habe auch Kikli. 43! Okay, ich werde doch einen Hit mit Bisaknopf tanken. Okay, ich bin jetzt auch beim ersten Trainer. Turtok! Alter! Niemand! Bitte, Schlafbuder trifft! Ey, Freunde, das wird so irre schwer. Wir trainieren aber jetzt nochmal offline. Ich gehe auf den Schwertanz.
Okay, jetzt machen Protect. Oh Gott sei Dank. Jo, Eve, wir trainieren aber noch Bisaklos und Vollriegel offline, ne? Wir trainieren offline, definitiv. Auch Mogelbaum ziehen wir auch bitte hoch, okay? Mogelbaum war mit Fischi, ja. Ja, Golking, nimm Golking, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir noch großartig was kriegen werden. Ist okay, ja, ist okay. Zieh ich dann auch noch ein bisschen hoch, ist okay. Oh, lol, ey. Es schläft. Das heißt, ich kann jetzt in Voltenso gehen, hoffentlich. Ich hab ihn down. Komm, Donner trifft. Den ersten Trainer, Alter. Nein, 43, Alter, das ist viel zu hoch. Jetzt sag nicht, was gestorben, bitte, Simon, nein. Er ist auf Turm, nein, Voltenso hat's knapp überlebt. Er ist auf Turmkick gegangen. Gott sei Dank, Dankeschön. Oh mein Gott, ja, Voltenso hat natürlich einen Bike, ja, okay, geht eigentlich. Jetzt gehe ich in Glurak. Top-Genesung an die Gegner! Als ob. Was? Der setzt bei mir auch eine Top-Genesung an, ich burne mit Feuersturm. Das sind so... ich habe ja Fliegen, wieso bin ich nicht sofort in Glurak gegangen? Nice, Turm. So. Und jetzt geht Turmkick daneben durch Fliegen. Oh, predicted. Oh, ich will hier nicht durchlaufen, ey. Was? Wusstest du, wenn es zusammenbricht, nur ein bisschen KP verliert? Es war ja immer die Hälfte. Es hat gerade nur ein bisschen KP. Ja, es hat gerade wirklich nur die Hälfte, ganz wenig verloren. Farbigel hat denn noch, der Pisser. Ohne Witz, ich glaub, ne? Ohne Witz, ich bleib jetzt mit Freddy drin. Ich mach das offline mit Bisaknost. Oh. Feuersturm trifft. Oh, danke, Glurak. Danke. Hätte ich Glurak nicht, ne? Und Feuersturm reicht auf Farbigel Level 43. Ich, Luis, kein EP-Teil? Doch, hab ich, ne? Du, Flor. Doch, komm, ich mache auf jeden Fall in dem Part noch Bisaflor, Freunde, weil Luis müsste sich jetzt gleich entwickeln. Stachelspore, ja, egal. Ohne Witz, ne? Ich will hier nicht durchlaufen. Hast du Angst? Ich habe so eine Panik vor Glurak. Das One-Hit, mein ganzes Team mit einem Two-Hit. Safe. Ich kann in nichts reinwechseln. Uns bleibt ja nichts anderes übrig, als jetzt Bisaknoss, Vollriegel, Fischi und Mogelbaum zu trainieren, ne? Es bleibt uns halt nichts anderes übrig. Du musst Volvi trainieren, du musst Dings trainieren. Ich muss auch alles trainieren. Wir müssen alles auf... Also ganz ehrlich, Freunde, wir... Auf Level 40 mindestens. Nee, höher. Nein. Alter, ohne Witz, ich habe mein Radikal ist 44, wird in Glurak reingewechselt und das reicht safe zum Two-Hit. Egal, Bisaknoss entwickelt sich. Ja, wir bereden das nochmal offline, wie wir dann genau trainieren, wie hoch wir trainieren. Ich will 45 haben. Nein. Junge, die Trainer sind 43, die Ligakämpfe werden später mit 50 sein. Ich bitte dich. Ja, vor den Ligakämpfen können wir ja auch immer noch trainieren, aber die Siege, das muss so ein bisschen noch so, weißt du? Nein, Mann. Können nicht sein. Ich will nicht sterben. Ja, Freunde, was sagt ihr? Level 40 maximal oder maximal Level 45? Wieso setze ich hier schon wieder Lockduft? Oh! Lockduft kam Diktri. Ich hoffe, ich komme hier raus. Oh, wieder nicht, ganz ehrlich, ich Freunde. Obwohl, ich hab Rasierblatt. Ich bin soweit durch. Ich werde da nicht wieder reingehen. Ich speichere hier jetzt von dem Ding. Und dann werde ich erst trainieren mit Mogelbaum und so ein Scheiß. Beenden. Okay, mit Mogelbaum kann ich Glurak one-hitten nachher mit Steinwurf oder so, aber trotzdem, nee. Das stimmt. So Schiss vor Glurak. Junge, Alter, das One-Hit, mein Absol ist drin, wird ein Two-Hit sein. Mein Dings wird reingewechselt, ist ein Two-Hit. Das Einzige, was ich dagegen setzen kann, ist Shelly Maus, mein Turnoptu oder mein Igelava im Moment. Krass. Ja. Nee. Na gut, dann werden wir Bisaflor, Feurige, Fischi und Mogelbaum offline auf jeden Fall trainieren und vielleicht ziehe ich noch Zubiris ein paar Level höher. Ja, lass uns das machen. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle hier den Part an dieser Stelle, Freunde. Nur an dieser Stelle hier. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Donnerstagabend 17.30 Uhr unbedingt vorbeischauen auf meinem Kanal. Da werden wir dann ja safe durch die Siegelstraße gehen. Und wir müssen durch, Eve. Wir müssen da durch. Ich will da nicht durch. Wir müssen da durch. Ich werde so mal kacken. Uns bleibt echt nichts anderes übrig. Ja, und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen oben da und haut rein. Bis dann. Und ciao. Ciao.